Stilvoll mit Champagner und in prächtiger Kulisse. Das russische Generalkonsulat gab sich die Ehre und zur Gründung dieses besonderen Wirtschaftsklubs war der Andrang an interessierten Unternehmern und Dienstleistern enorm. In Zeiten der westlichen Krisen und Finanzdesaster scheint Russland mit seinen Möglichkeiten die willkommene Alternative für Geschäfte und Investitionen zu sein, besonders aus bayerischer Sicht. Bayern ist natürlich ein wichtiger Wirtschaftspartner für Russland. Das haben wir heute gehört. Das bezeugen alle Unternehmen, die erfolgreich in Russland tätig sind. Den Mittelstand nach Russland zu bringen, das ist eine große Herausforderung, der wir uns stellen. Und da arbeiten wir dran und versuchen da eben auch in Russland für den Mittelstand gute Verhältnisse zu schaffen, zu beraten und damit eben auch Exportchancen für die bayerische mittelständische Wirtschaft zu kreieren. Bayerische Firmengründungen sind in Russland gerne gesehen, aber nicht ohne bürokratische Hürden. Die russische Verwaltung ist nicht zu unterschätzen, sagen deutsche Firmen. Der Club will sich insbesondere um die Vermittlung und Umsetzung bei allen Behördenangelegenheiten kümmern. Außerdem hilft auch ein kulturelles Verständnis, um beiderseits Vertrauen aufzubauen. Wir haben vor, die kulturellen Unterschiede zu beseitigen und einfach russische Kultur näher an den deutschen Land zu bringen und den deutschen Hemmungen abzubauen, nach Russland zu gehen. Weil das ist immer wieder mit Hindernissen verbunden. Man weiß nie, was man in Russland erwartet. Und das ist genau unser Ansatzpunkt, dass wir wirklich die Leute zusammenbringen. Und das ist hier der Anfang, wo Sie sehen, russisches Konsulat, viele russische Firmen, viele Russen. Und da können sich die Deutschen quasi sich die ein bisschen mal die Leute anschauen. Aus russischer Sicht ist das wiedervereinigte Deutschland und insbesondere Bayern aufgrund seiner Wirtschaftskraft und der Scharnierlage attraktiv. An den Standorten München und Moskau sollen regelmäßig Veranstaltungen organisiert werden, die Mitgliedern und Gästen die Möglichkeiten zum Netzwerken bieten. Ich sehe meine Aufgabe hier als Generalkonsul, dass ich also so eine gute Chance, ein Impuls für die Tätigkeit dieses Clubs geben, so ein Start-up, damit sie auch dann weiter ihre Pläne verwirklichen. Und soviel ich weiß, also plant der Wirtschaftsklub also viele weiterhin viele Begegnungen, Veranstaltungen, Stammtische, informelle Gespräche und so weiter. Und das wird also von den Leuten jetzt abhängen, wie sie da ihre Arbeit gestalten werden. Derzeit befinden sich 95 russische Firmen in Bayern und etwa 6000 deutsche und russische Firmen sind in Russland tätig. Der Club wurde von dem deutsch-russischen Rechtsanwalt Juri Semiletopoulou und der deutsch-russischen Unternehmensberatung Kufil Consulting ins Leben gerufen. Im Dezember soll es eine Auftaktveranstaltung in der russischen Hauptstadt geben.